Aloha, ich grüße euch. Ja, ich zeige euch heute noch mehr von den Ephemera Books. Das sind nicht alle, die ich habe. Ich habe noch ein paar mehr. Ich glaube, das letzte Mal habe ich euch die beiden gezeigt. Das Video verlinke ich euch im Anschluss. Und heute konzentrieren wir uns aber auf dieses, ne, weil Ostern, Vintage Easter Ephemera, mega. Und die beiden habe ich auch noch und ich habe auch noch ein paar mehr. Ich zeige euch die nach und nach und ich zeige euch auch gleich ein paar Beispiele, was ich damit gemacht habe. Nicht mit diesen hier, sondern beispielhaft dafür, weil so weit bin ich ja nicht gekommen. Und ich würde sagen, nach dem Intro geht's los. Bevor es losgeht, möchte ich mich noch ganz herzlich bedanken für ja, euer Vertrauen, eure Däumchen, eure Kommentare, eure Abos. Ihr seid der Oberhammer. Richtig, richtig cool. Vielen lieben Dank an die, die mir Post geschickt haben. Renate für deine Aufkleber, Petra für deine Servietten und mir hat noch jemand Servietten geschickt. Moment. Ja, da musste ich gerade nochmal nachgucken. Und dir Dankeschön, Daniela. Und jetzt geht's los. Ja, vielen Dank, dass ihr dran geblieben seid. Jetzt noch schnell Kanal abonnieren, dann geht's auch schon los. Glocke aktivieren, verpasst ihr kein Video mehr. Ein Däumchen und einen netten Kommentar, würde ich mich freuen. Ja, Vintage Easter Ephemera, wie immer man es aussprechen möchte. Irgendwie blendet das Ringlicht. Entschuldigung dafür, ich versuche es, dass es nicht blendet. Ja, erhältlich über Amazon. Der Autor ist Kate Curry. Pure Toast ist auch ein Autor. Die beiden arbeiten zusammen. Die sitzen in Taiwan. Ich habe Kontakt und logisch, die zeichnen das nicht alles selbst. Das ist teilweise künstliche Intelligenz. Die kaufen die Sachen ein. Wie der ein oder andere, der auch diese Bücher herstellt. Das ist natürlich nicht alles selbst gezeichnet. Es können aber selbst gezeichnete Sachen mit drin sein. Wenn das alles selbst gezeichnet wäre, dann wäre das ja auch unbezahlbar. Also es gibt ja Plattformen wie auch dieses, wie heißt es, Creativa Fabrica. Da kann man sich die ja selbst auch raussuchen und da kann man auch eine Lizenz erwerben und kann selber solche Bücher erstellen. Das nur mal so kurz zur Erklärung. Ich bin ja mit Pure Toast, ich kann mir den Namen leider nicht merken, ich schreibe es mir das nächste Mal auf, in Kontakt und ich habe gefragt, ob man es kopieren darf. Und sagte, es ist deins, du kannst damit machen, was du möchtest. Natürlich darf ich es nicht weiterverkaufen, aber für meinen privaten Bedarf kann ich es natürlich kopieren, weil ich bringe es nicht übers Herz, die zu zerschneiden. Ne? Wenn ihr keinen Kopierer habt, ja, es gibt ja Copyshops, einfach Heft unter den Arm und dann fröhlich loskopieren oder halt direkt hier rausschneiden, wie man das möchte. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Die Links sind alle unten in der Infobox, bekommt ihr alle über Amazon. Ich finde die mega. Ne? Vintage Easter Ephemera. Hier kann man, ne? This book belongs to, dieses Buch gehört, könnte man ausfüllen. Für mich Quatsch. So. Dann haben wir hier einmal eine große Seite. Und hier diese zuckersüßen kleinen Sachen. Ich finde es so niedlich. Also für alles Mögliche, was man machen möchte. Hier wieder einen großen Hasen. Es ist total süß. Könnte man sich ja zum Beispiel auch dann kopieren auf so eine Transferfolie und auf ein Kissen machen oder auf ein T-Shirt. Da sind ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und ich finde wunderschöne Sachen. Und guckt mal, ist das nicht niedlich? Ich finde es so süß. Und hier, also für jede Gelegenheit, den passenden Hasen. Und man muss das nicht zwingend ausschneiden. Wie gesagt, ich zeige euch gleich ein paar Beispiele. Nicht hier raus, sondern aus dem anderen Buch, was ich schon kopiert habe. Hier haben wir einmal die Mädel. Das ist jetzt nicht so meins, aber hier wieder total süß. Guckt euch den Hasen hier an. Ach, ist der niedlich. Sehr, sehr schön. Hier haben wir diese Bildchen. Nun, ihr könnt das ja für jegliche Gestaltung nutzen. Da ist ja der Fantasie auch wieder keine Grenzen gesetzt, aber ich wiederhole mich.
sehr, sehr schön. Also ich sammle die jetzt, habe ich beschlossen, ne? So nach und nach. Natürlich gefallen mir nicht alle Muster. Ich habe ja auch nicht überall Interesse dran, aber doch schon ganz schön viele. Also die haben auch ganz tolle mit Drachen und mit Burgen. Und da gefällt mir das ein oder andere auch. Und ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wo ihr Lust drauf habt. Guckt doch einfach mal bei Amazon, welches euch gefällt und schreibt mir in die Kommentare, wie das heißt. Und wenn mir das auch einigermaßen zusagt, dann werde ich mir das bestellen und dann zeige ich euch das. So, ja, dann reicht. So, dann haben wir hier einfach so die Seite mit den Eiern. Und hier, guck mal, zuckersüß. Ich finde die so niedlich. Ja, so ein großes Bild mit Eiern und Tulpen. Und ich hoffe, ja, nee, Emmy, heute hört die Emmy nicht schnarchen, sondern schmatzen. Die sitzt nämlich hier neben mir im Körbchen. So. Sehr, sehr niedlich. Und das ist ja ein Traum, oder? Ich finde es toll. Kann man auch schön kopieren und nur so ein Teil nehmen für eine Karte oder auch fürs Journal. Richtig toll. Das Füchschen. Ach. Also das sind so Bücher zum Streicheln und ne, also ich mag mir die auch ganz gerne angucken, wenn ich gerade mal noch ein paar Minuten Zeit habe und ach, dann gucke ich mir die an, denke, was kannst du damit machen, was kannst du damit machen. Ne, das ist ja sehr, sehr schön. Ja, nochmal die Ostereier mit den Blumen. Sehr, sehr schön. Guckt mal, es ist so niedlich. So ganz viele Eier und Blumen. Die hat Häuschen, die Kerzen, dann dieses kleine, das hat eine Kirche und ein Cottage. Sehr schön. Oh. Guckt mal. Seht ihr, das habe ich schon wieder vergessen. Ich habe es ja schon bestimmt dreimal durchgeblättert. Ach, so niedlich. Beiden Häschen. Die Kutsche, der Eierkorb. Guckt. Oh, es ist niedlich. Richtig süß. So etwas neutrale Seite mit den, aber auch kann man wirklich schön nutzen, auch für Karten. Wie gesagt, ich zeige euch im Anschluss ein paar Beispiele mit, wie ich es genutzt habe, wie ich es ausgestanzt habe. Also noch keine fertigen Werke, aber wie ich es schon so ein bisschen vorbereitet habe, um es weiter zu verarbeiten. Guck mal, das Fenster ist auch ganz toll. Das kleine Küken und das Entlein. Ach. Niedlich. Guckt mal das Auto. Na, mit den ganz vielen Ostereiern drin. Total süß. Ja, mal so. Kükchen. Und guck mal der Hase. Toll. Also ich denke, da wird jeder fündig. Und man hat halt immer einen Vorrat. Guckt mal. Süß. Ja, weil einige hatten ja das letzte Mal bemängelt, dass es doppelseitig bedruckt ist. Ja, aber man hat ja die Wahl. Ne? Also man, ach, da oben der Hase ist aber süß. Die sind alle niedlich. Ne? Deswegen, ich kopiere es mir, weil ich bringe es nicht übers Herz, es zu zerschneiden. Ich habe ja zwei Stück verschenkt.
zu Weihnachten. Und ja, an die liebe Elisabeth. Und die hat auch gesagt, ich bring's nicht fertig, die zu zerschneiden. Ja, da muss der Kopierer herhalten. So, oh, guckt mal, auch toll mit den Blumen, ne? Diese Seite, richtig schön. Hier. Was ist das, ein Gentleman-Hase da unten? Auch ist das niedlich. Und hier die beiden. Schön für eine Essenseinladung oder wenn man das Menü schreibt für Ostern. Oder. Hier haben wir einfach viele bunte Eier auf der Seite. Und hier die Hasenfamilie, die Kaffee trinkt. Das Lämmlein. Es ist wirklich herzallerliebst. Hier haben wir nochmal recht neutral, nur Eier, so halb unten und oben. Die schöne Tür mit den Blumen, der kleine süße Blumenkasten mit den Narzissen. Hier die Häschen. Ach. Aber wie gesagt, die Geschmäcker sind verschieden, da lässt sich nicht drüber streiten. Der eine findet das schön, der andere findet das schön. Oh, guck mal mit den Entchen, diese Vintage-Tags. Mega, oder? Ich finde die toll. Sehr, sehr schön. So, und dann haben wir hier die letzte Seite. Und dann ist hier auch nochmal die Website. Aber ich verlinke euch alles unten in der Infobox. Und hier sind nochmal beispielhaft, welche Sachen alle rausgebracht sind. Aber das sind nicht alle. Also es gibt wesentlich mehr. Da muss ich auch mal reingucken. Oh, ich entdecke immer wieder Neues. Und ich gucke auch regelmäßig rein bei Amazon. Weil im Moment sind auch viele Neuerscheinungen. Ja, das war das Buch Vintage Easter Ephemeras. Und jetzt zeige ich euch ein paar Beispiele, was ich schon gemacht habe oder vielmehr ausgestanzt habe und ausgeschnitten habe. Moment! So, ich habe mir erstmal Kartenaufleger gemacht. Das sind aber nicht nur Blätter aus diesen Ephemera Books. Das waren teils auch war Designpapier, was ich kopiert habe. Ich guck mal, oder war das da? Doch, das war in diesem Kosmetik. Naja, egal, ich zeige euch das. Ich habe mir Pappe zugeschnitten, ne? Hier F ist Pappe. Und habe das draufgeklebt. Natürlich nicht mit Flüssigkleber, sondern mit einem Klebestift, damit sich das nicht wälzt. Und habe das dann gut trocknen lassen und unter Bücher gelegt. Deswegen ist das auch richtig gerade und das kann dann weiterverarbeitet werden. Ne? Also so Sachen sind aus diesen großen Blättern auch möglich. Ich glaube, das war von einem Block. Das war definitiv aus so einem Buch. Auch das hier. Das war von einem Block. Aber das ist einfach normales Kopierpapier, das 80er Gramm Papier, wie es normal im Kopierer ist. Ne, so habt ihr Kartenaufleger und die sehen ja schon klasse aus. Ne? Also richtig cool. Und das Coole ist, ihr könnt es immer wieder nachmachen. Ne? Das finde ich total klasse. So, dann habe ich hier einiges schon verarbeitet. Also bereit gemacht zum Verarbeiten. Ich bin ja fleißig zwischendurch. Ne? Hier sind meine Kopien. Ich euch das, was ist denn recht neutral, wo ich es drauflegen kann? Das hier vielleicht, ne? Okay, das hier, das habe ich euch auch noch nicht gezeigt. Da habe ich nämlich diese Viecher hier drin. Das zeige ich euch auch noch irgendwann. Habe ich einfach normal nur ausgeschnitten, ne, weil die haben so coole Sachen. Ne, einfach normal ausgeschnitten. Dann, das war auch in so einem Buch, wo diese ja, Tiere drin waren. Das war die Eule und das habe ich ausgestanzt, wie ihr seht. Guck, hervorragend. Ne? Sehr, sehr schön. Hier habe ich, das habe ich auch ausgestanzt mit so einem kleinen Wellenviereck. Das habe ich auch ausgestanzt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, mit einem gestitchten Rand. So, hier haben wir noch, das habe ich nur nochmal ausgeschnitten.
Das ist ausgeschnitten, das habe ich schon mit der Maschine gemacht, also mit der Schneidemaschine, ne? Also mit der Guillotine. Hier auch ein gestitchter Rand. Hier haben wir auch nochmal den gestitchten Rand. So, aber davon haben wir jetzt genug gesehen. Hier habe ich zum Beispiel eine Briefmarke ausgestanzt. Das war mal eine Stanze von Action. Hier ein Fähnchen ausgestanzt. Hier auch nochmal, hier nochmal eine Briefmarke. So, dann arbeiten wir die hier jetzt erst ab. Da habe ich irgendwie, ich glaube, damit hatte ich angefangen. Guckt mal, oh, ist das niedlich. Auch ausgestanzt und das geht hervorragend. Das hier nochmal ausgestanzt. Und dann habe ich hier, das war ein großes Blatt, das habe ich ausgestanzt mit dem Wellenkreis. Und hier dieses kleine, guck mal, das könnte man auch dann perfekt aufeinanderlegen. Und frohe Ostern schon fertig. Dann habe ich hier dieses Mädel als große Briefmarke, das war auch eine Actionstanze. Auch dieses Mädel einfach ausgestanzt. Davon haben wir genug gesehen. Hier haben wir noch mal ein Herz. Hier habe ich, das zeige ich euch jetzt. Die waren, ich glaube, die sind von Marianne Design, diese Herzen mit den Rändern. Ne, also man kann so viel damit machen. Hier noch mal etwas kleiner gestitcht. Ja, oder halt einfach als Die-Cut ausgeschnitten. Mit der Hand, ne? So, guck mal, diesen schönen großen Blumenstrauß. Oder hier so ein kleines Häschen. Also ich war schon fleißig. Aber das wisst ihr ja, ne? Ich bin auch schon mal ohne euch fleißig. Einfach so mal nebenher ein Video oder einen Film gucken. Guckt mal, niedlich, ne? Hier, doch, das habe ich doch ein paar Ostersachen ausgestattet. Oder war das von Frühling? Ich weiß es gar nicht. Guckt mal. Es ist so niedlich. So, aber ich suche jetzt nicht, ob... Oh, das passt sogar perfekt. Süß, ne? Hier nochmal ein paar Blümchen. Hier nochmal der Skaloppkreis. Eier. Hier habe ich diese Flasche ausgeschnitten. Na, einfach so grob drumrum. Keine Ahnung. Hier, oh, guckt mal. Na, und so findet man hier lauter schöne Sachen, um die wieder zu verwenden, um eine Collage zu machen. Oder hier ein Häschen einfach nur viereckig ausgeschnitten. Und hier haben wir einmal dieses große, den großen Baum. Und hier, ach genau, nee, das war diese, auch eine Stanze aus dem Action. Moment, und da gehört nämlich das hier bei. So, so war das. Na, da hat man quasi den Rahmen und hier war dieses, so, das gehört da rein. So. Das Schäfchen. Das hier. Also es geht hervorragend mit dem, mit den Ausstanzungen. Einfach gucken, was man hat im Bestand oder halt einfach ausschneiden. Ja, das war's. So habt ihr jetzt mal ein paar Beispiele und das wird natürlich dann weiterverarbeitet. Ich bin gespannt. Einige von euch haben ja bestellt und sagt mal, wie zufrieden ihr seid und welche euch am besten gefallen. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, ihr würdet drunter schreiben, welche ihr gern sehen würdet. Und wie gesagt, wenn die mir gefallen, dann bestelle ich mir die und dann blättern die mal, wir die mal durch. Ne, also die haben wunderschöne Sachen. Also Hammer. Also alles. Alles, alles. Ich kann das gar nicht alles sagen. Wirklich mega.
guckt einfach mal, ist alles unten verlinkt. Ich würde mich freuen und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Däumchen da, netten Kommentar, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, verpasst ihr kein Video mehr. Und ja, ich würde mich freuen für eure kostenlose Unterstützung. Ihr Lieben, bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.